Black Friday, der Feiertag der freien Marktwirtschaft, die Spitze der Wirtschaftsrevolution, das Spiegelbild unserer vorzüglichen Gesellschaft. Was? Man kann 3 Euro bei den Fernseher sparen? Komm, wir hauen uns die Schnauze ein! In Deutschland heißt es ja noch gesittet Schnäppchen oder Schnapper. In den USA ist es einfach ein Doorbuster! Wir kommen vorbei und klauen dein Haus! Es war ein langer, dunkelgrauer Freitag. Aus der hintersten Ecke höre ich noch jemanden schreien. Da ist deine PS5! Darauf folgt ein lautes Getrampel. Irgendjemand ruft One X Series X, ich verstehe das nicht! Ein alter Mann sucht in seiner Hosentasche noch 73 Cent in Bar. Im Hintergrund immer wieder das Piepen des Barcode-Scanners. Immer und immer wieder! Echte Veteranen haben Flashbacks vom Emo-Krieg, in dem die australische Armee nach dem Börsencrash gegen eine Herde großer Emos gekämpft hat. Und verloren hat. Aber das ist nichts gegen den Black Friday. Der Bericht von der Süddeutschen liest sich zum Beispiel wirklich wie ein Tagebucheintrag vom DJ. Aber wenn du keinen Bock hast, dir am Black Friday ein blaues Auge, eine Klage oder eine Lungenkrankheit zu besorgen und trotzdem Bock auf die Schnäppchen hast, dann habe ich jetzt die entspannte von zu Hause Lösung für dich. Ein Wort von unserem heutigen Sponsor. Schub! Damit könnt ihr euch den Stress vom Black Friday Week Super Duper Shopping Wochenende sparen und auch noch Geld sparen. Das Schub-Cashback-System macht nämlich genau das, wonach es klingt. Ihr bekommt Cashback. Ihr könnt über Schub bei Partnerseiten wie zum Beispiel Saturn entspannt einkaufen und kriegt dafür einen Teil eures Geldes zurück. Ihr müsst nicht einkaufen gehen, ihr macht es einfach entspannt von der Couch aus. Und bei über 2000 Partnern gibt es für jeden Schnäppchenjäger den richtigen Doorbuster. Nur, dass du keine Tür eintrittst, sondern einfach nur bei Schub auf den Link drückst. Bei der Black Week könnt ihr jetzt sogar 3-mal sparen. Es gibt das normale Cashback-Angebote der Händler und wenn ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung etwas bei eurem Store eurer Wahl bestellt, schenkt euch Schub zusätzlich noch einmal 5 Euro obendrauf. Vergesst den Red Friday, das sind die richtigen Angebote. Also, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Bestellt euch was Schönes und bekommt dafür auch noch ein bisschen Geld zurück. Sei ein Emo, sei schnell und erfolgreich. Der Black Friday. Eigentlich ein ganzes Wochenende, an dem ihr mit Angeboten zugeschissen werdet und die Wirtschaft ordentlich angekurbelt wird. Win-win, möchte man meinen. 3 Milliarden Euro Umsatz an einem Wochenende nur in Deutschland. Merkel ist stolz. Ne, sie grinst hinter ihrer Maske, was man nicht sehen kann, aber das ist okay. Sie ist stolz. Aber bei einer Schlacht kann es nur Sieger geben, wenn es auch einen Verlierer gibt. Yo, Kenny, baby, what's going on? Und wisst ihr, was die Krönung der materiellen Rabattschlacht ist? Black Friday wurde in Deutschland als Wortmarke angemeldet. Wenn man also auch super günstige Angebote bewerben will, dann bloß nicht mit Black Friday. Sonst kommt nämlich die Hongkonger Firma Super Union Holdings Limited und reißt die richtig die Rosette auf. Oh. Aber warum darf man Black Friday als Wortmarke anmelden? Wir haben da mal unseren Profi-Anwalt Vario zu befragt und seine Antwort war... So ein Mist. Was kommt als nächstes? Die Erntedankfest GmbH. Der Grund, warum das 2013 vor Gericht durchkam, war, weil wir Deutschen Black Friday ja gar nicht kennen und er mit dem schwarzen Freitag 1929 verbinden. Klar, kennt jedes Kind den Börsencrash in New York. Wir erinnern uns, darauf folgte der Emo-Krieg. Aber die Kinder heutzutage, die kennen Fortnite. Für Fortnite. Denen ist doch eine Finanzkrise von Anfang des 20. Jahrhunderts egal. Deren Worst Case ist eine V-Bucks-Inflation. Das war der Black Friday, der eigentlich ein Donnerstag war und in Amerika auch deswegen Black Thursday heißt. Der wurde hier nur als schwarzer Freitag bekannt, weil es in Deutschland dann halt schon Mitternacht war. Donnerwetter. Und weil der Name Black Friday jetzt eben geschützt ist, muss man sich was anderes überlegen. Red Friday zum Beispiel bei Mediamarkt. Da saß die kreative Marketingabteilung von Mediamarkt am Donnerstagabend strunzbetrunken mit 2 leeren Bacardi-Flaschen vor einem neonbeleuchteten Werbeschild und dachte sich, wir sind nicht nur blau, wir sind rot. Alternativen zum Red Friday waren dann wahrscheinlich auch Slogans wie ein USB 2.0 Kabel, 49 Euro, du Arsch. Red Friday. Vielleicht waren die auch einfach Game of Thrones Fans und assoziieren diese Bilder mit The Red Wedding. Jetzt kriegen sie einmal Mord und sonst. Und bei Cyberport wird's das Blue Weekend, bei Zalando der Black Friday Sale, weil durch das Sale das Markenrecht nicht verletzt wird. I don't know. Hyundai feiert die Black Friday Weeks. Was ist eine Freitagswoche? Ist dann jeden Tag fast Wochenende? Der Dessous-Händler Triumph veranstaltet in der Mall of Berlin eine Pre-Black Friday Week. Und das Schloss feiert am 27. November 2020 den Fantastic Friday. Und auf der Infoseite der Stadt Berlin steht sogar dazu. Bei Black Friday handelt es sich um eine eingetragene deutsche Wortmarke der Super Union Holdings Limited Hongkong. Wenn du also in Deutschland nicht verklagt werden willst, dann musst du tricky sein. Aber eigentlich war dieses ganze Umbenennen des Black Fridays ja vertane Mühe von Mediamarkt, weil vom Markenschutz Werbedienstleistungen für Dritte sowie der Handel mit Elektronik und Elektrowaren ausgeschlossen sind. What? Auf gut Deutsch? Du hast nur ein Problem, wenn du keine Fernseher verkaufst. Du bist ein kleiner lokaler Blumenhändler. Pech für dich! Ne? Unterstützt die kleinen Mediamarkt, Amazon, großartig. Und selbst wenn du einen Fernseher verkaufst, dann musst du aufpassen. Die haben sogar Amazon verklagt. Nach 7 langen Jahren wurde dann aber doch klar, dass es die Website blackfriday.de schon vor der Markeneintragung gab.
obwohl die Besitzer der Website schon seit Beginn der Markeneintragung genau das gesagt haben. Die Black Friday GmbH hat sich also erst danach exklusiv die Lizenzrechte der Hongkonger Firma gesichert. Und der Witz ist, außer dem Lizenzgeschäft gibt es eigentlich keine richtige Black Friday Marke. Es gibt ja zum Beispiel kein Black Friday Auto. Scheinbar ist der einzige Grund, warum es diese Marke überhaupt gibt, einfach um easy cash mit Lizenzen zu machen. Es gibt zwar schon Löschanträge wegen Nichtnutzung der eigentlichen Marke und weil der Begriff einfach niemandem gehören sollte, aber keins der Verfahren ist wirklich abgeschlossen. Deutschland, warum? Sommerschlussverkauf gehört ja auch nicht Karstadt und Co. Und wenn doch, die sind eh pleite. Aber Sommerschlussverkauf, kurz SSV, soll man ja auch nicht mehr sagen. Das heißt jetzt Saisonschlussverkauf. Oder kurz SSV. Ach, Deutschland, Mann. Aktuell muss man also wirklich immer noch aufpassen, ob man eine entsprechende BF-Lizenz, und die steht nicht für beste Freunde, sondern für Klag mich nicht. Erworben hat oder die Rabattaktion einfach umbenennt. Wenn man sich aber eine Lizenz geholt hat, dann kann man endlich ästhetische Medizin im Black Friday 2020 anbieten. Ästhetische Medizin. Plastische Chirurgie. Als Schnäppchen. Kauf dir eine Nase und krieg eine zweite oben drauf. Aber wenn du nicht aufpasst, dann wird einfach deine Facebook-Page deleted. Ja, sowas kann Facebook löschen, diese bösen Black Friday Pages. Aber die wirklich wichtigen Dinge, ja, die brauchen manchmal was länger. Aber da geht's ja auch nicht um Geld. Und ist es nicht wunderschön ironisch, dass bei dem Kommerztag schlechthin Geld mit zwei stinknormalen englischen Wörtern gemacht wird. Und es gibt ja noch mehr Rabattaktionen, wie zum Beispiel den Cyber Monday und Co. Und auch da springen schon gierige Firmen auf die Markeneintragung. Zum Glück wurden die bis jetzt abgelehnt. Was lernen wir also daraus? Man kann sich mit Emus anlegen, man muss aber nicht. Schlag beim Black Friday the Sale Weekend zu. Aber bitte keine Gesichter. Oh, neuer Fernseher! Get the fuck out!